Hallo Stuttgart erstmal. Mein Name ist Marion Schneider und ich hatte zwei gesunde Söhne. Mein zweiter Sohn Michael kam im März 1991 zur Welt. Mit 3 Monaten hat Michi nach seiner ersten Vierfachimpfung, Michi wurde gegen Polio, das ist die Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geimpft. Mit heftigsten Schreiattacken begonnen. Jeden Abend um 20 Uhr begann er zu schreien, als hätte er Schmerzen ohne Ende. Er hat sich immer mit der linken Faust fest gegen den Kopf geschlagen und hat geschrien wie am Spieß. Ihm sind die Tränen heruntergekullert und hat sich durch gar nichts beruhigen lassen. Michi hat so geschrien und die Beine herzzerreißend und ich spürte, dass er unglaubliche Schmerzen haben musste. Nach 2 Stunden ist er dann vor Erschöpfung eingeschlafen. Ich bin mit ihm zu meiner Ärztin und sie meinte, er wäre halt unruhig und hat mir Tropfen zur Beruhigung verschrieben. Keine große Nachforschung seitens der Ärztin. War defekt, ja. Beziehungsweise ich konnte leider nichts machen, ja. Habe aber tolle Eindrücke. Ich hatte damals die Ärztin schon gefragt, ob das nicht vom Impfen kommen kann, weil Michi unmittelbar nach der ersten Impfung begonnen hat zu schreien. Aber sie hat nur abgewogen. Ja. Und ich hätte halt sagen, ein Schreikind. Leute, das ging dann mehr als 3 Monate so, jeden Abend. Egal wo ihr seid. Am 9. Oktober 91, kurz nach der zweiten Vierfachimpfung, Michi war ein halbes Jahr alt, ja, habe ich ihn nach seinem Mittagsschlaf zum Wickeln auf den Wickeltisch gelegt. Ja. Und als er auf dem Wickeltisch lag, hat er beide Arme nach oben gehoben, die Hände zu Fäusten geballt, den Kopf nach links gedreht und die Augen nach oben gerollt und kaum noch geatmet. Er war komplett weg. Er hat nicht reagiert und ich dachte, er atmet nicht mehr. Ich habe ihm dann beide Arme in das kalte Wasser gesteckt, weil ich dachte, er erschrickt und er atmet so wieder. Ja, wie es geht aber weiter. Er hing sehr leblos auf meinen Armen. Frage, ich bin dann auf den Balkon gerannt, weil ich die Nachbarn im Hof gehört habe und habe geschrien, bitte, bitte, helft mir doch, mein Kind stirbt. Dass da was nicht stimmt. Sie haben den Notarzt gerufen und im Notarztwagen meinte der Arzt dann, Verdacht auf plötzlichen Kindstod. In der Klinik hieß es, Verdacht auf plötzlichen Kindstod oder Fieberkrampf. In der Nacht bekam Michi mit einem Fieber und einem großen Anfall. Eine Woche Klinik und verschiedene Tests. Mein Michi holte sich in der Woche in der Klinik einen Infekt. Wir wurden nach der Woche dann entlassen mit der Diagnose Fieberanfallskind. Ja. Und das muss ich sagen, das ist richtig korrekt. Das habe ich genauso gemacht, habe gemerkt. Wir waren dann eine Woche zu Hause gewesen panisch, und in der Nacht bekam ich hier einen sehr großen Anfall, dass ich trotz der Gabe von Diazepam mich weitergekrampft und ich musste wieder den Notarzt rufen. Habe aber gemerkt, ab da war ich mit Michi ein Jahr im Krankenhaus mit kurzen Unterbrechungen. Erst 6 Monate in Leopoldina in Schweinfurt und danach in der Uni in Würzburg. Es wurden alle möglichen Tests an meinem Sohn gemacht, weil Michi dann mit und ohne Fieberkrampf kleine und große Anfälle hatte. Ich hatte immer wieder gefragt, ob das nicht vom Impfen kommen kann, weil es meinem kleinen Michi seit seiner Impfung immer schlechter ging. Ein Arzt im Leopoldina in Schweinfurt meinte mal so nebenbei, dass es möglich sein könnte, dass es vom Impfen wäre, aber schwer zu beweisen, dass es wirklich ein Impfschaden ist. In der Regel so, wurde jetzt das Thema live mitbekommen, dass ich gerade eben auch interviewt worden bin. Im Leopoldina in Schweinfurt wurde Michi mit Medikamenten eingestellt. Mein Michi ging es aber trotzdem weiterhin immer schlechter und er hat sich kaum noch weiterentwickelt. Entweder hat er gekrampft oder zur Erholung von den Anfällen hat er geschlafen. Und wenn Michi mal ohne Anfall wach war, lag er total sediert und erschöpft in meinen Armen. Es ging ihm immer schlechter. Die Anfälle waren absolut nicht im Griff. Die Medikamente schlugen nicht an. Es fühlte sich für mich an, als wäre Michi nur ein Versuchskaninchen. Durch Recherchen habe ich dann erfahren, dass es in der Uni in Würzburg eine Ärztin gibt, die sich mit Anfallskindern auskennt. Daraufhin habe ich Michi auf eigene Verantwortung aus dem Leopoldina entlassen und bin mit ihm nach Würzburg in die Uni gefahren. Dort wieder ein neues Medikament und keine Besserung. An einem Tag hatte Michi dann mal knapp 30 Anfälle, einige große und viele kleine.
Und am nächsten Tag hat er nicht mehr reagiert. Mein Kind war laut Untersuchungen gehirnrindenblind. Sprich, die Augen waren in Ordnung, aber die Hirnrinde konnte die gesehenen Bilder, die im Hirn ankamen, nicht mehr umwandeln. Ein Albtraum, und Michis Entwicklung ging weiter zurück. Es ging ihm so schlecht, dass er nur noch gebrochen hat. Er brauchte eine Magensonde, da er nichts mehr bei sich behalten konnte. Er konnte seinen Kopf nicht mehr halten und hat fast nur noch geschlafen. In dieser Zeit kam dann nach Volgach ein neuer Kinderarzt, der sich auf Anfallskinder spezialisiert hat. Ich habe dort einen Termin ausgemacht und habe ihn gebeten, er möge mich jedoch bitte weiter behandeln, weil ich ihn aus der Uni nehmen möchte, da dort keine Besserung eintritt. Wir waren dann zu Hause und Michi hat sich endlich in kleinen Schritten weiterentwickelt. Mein Michi war zwischenzeitlich 1,5 Jahre alt und sein Entwicklungsstand war wie bei einem Säugling mit 3 Monaten. Er konnte nicht sprechen, musste gewickelt und gefüttert werden. Mein Michi war schwerst körperlich und geistig behindert und ist dann bis kurz vor seinem 8. Geburtstag so weit gekommen, dass er etwas krabbeln konnte und sich am Tisch hochziehen. Und wenn es ihm richtig gut ging, konnte er ab und zu ein paar Schritte an meiner Hand laufen. Die Lebenshilfe in Schonungen hat Michis Entwicklung super gut getan. Diese Pfleger und auch die Krankenschwestern im Krankenhaus machten einen super Job und dafür bin ich unendlich dankbar. Im November 98 bekam Michi dann wieder einen schweren Infekt. Dafür war er leider sehr anfällig und wir mussten in die Klinik, da er eine Lungenentzündung hatte. In der einen Nacht in der Klinik bekam er dann hohes Fieber und der linke Lungenflügel ist kollabiert. Mein geliebter kleiner Michi musste beatmet werden und wurde ins künstliche Koma gelegt. Die Ärzte meinten, sie wissen nicht, ob er das überlebt, denn seine Leberwerte waren damals ums 1000-fache erhöht und eines der Anfallsmedikamente musste sofort abgesetzt werden, um die Leber zu entlasten. Ich hatte solche Angst um meinen Michi, weil ich dachte, wenn er in diesem Zustand noch viele Anfälle bekommt, backt er das nicht. Aber endlich hatten wir auch mal ein bisschen Glück, keine neuen Anfälle. Wir durften dann endlich 10 Tage vor Weihnachten nach Hause. Am 13. Februar wollte er dann weder essen noch trinken. Nachts um 2:30 hat er immer noch nicht geschlafen. Ich dachte, es liegt am Vollmond. Am Sonntag, den 14. Februar 1999, Michi war 8 Jahre alt, habe ich früh wie immer sein Frühstück vorbereitet. Und als ich in Michis Zimmer kam, lag mein geliebter Michi tot im Bett. Der Notarzt hat natürliche Todesursache festgestellt. Er meinte, wahrscheinlich multiples Organversagen. Ich habe sofort meinen Kinderarzt angerufen und dieser meinte, wenn ich nun unbedingt wissen will, woran mein Sohn gestorben ist, wird der Notarzt jetzt unnatürliche Todesursache feststellen. Mein geliebter Michi würde dann in die Klinik kommen, er würde obduziert und die Kripo würde mich befragen, wie Michis letzter Tag war. Und das wollte ich meinem geliebten Kind nicht antun. An ihm wurde zu Lebzeiten schon genug herumexperimentiert. Es reicht. Und es würde ihn nicht wieder lebendig machen, wenn ich jetzt genau wüsste, woran er gestorben ist. Impfschaden wäre ganz sicher nicht darin gestanden. Impfstäden werden so gut wie nie anerkannt, weil sonst ein ganzes System in Frage gestellt werden müsste. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, aber ich sehe es als meine Pflicht für mich. Aber ich sehe es als meine Pflicht für mich und für meinen verstorbenen Sohn ein,
euch darüber zu informieren. Es lag mir so sehr am Herzen, euch das zu erzählen, welch ein Albtraum durchs Impfen passieren kann, wenn man ein gesundes Kind gebiert und welche Schäden dadurch entstehen. Mein Michi hat so viel leiden müssen, aber was noch ein unglaublicher Schmerz bei mir hinterlassen hat, ist Folgendes. Mein großer Sohn Stefan hat dadurch so viel leiden und entbehren müssen, ist immer nur nebenbei mitgelaufen. Nie hatte ich wirklich Zeit für ihn. Er musste immer, immer zurückstecken. Und unser ganzes Leben hat sich die 8 Jahre nur um mich gedreht. Mein Sohn Stefan hat immer nur gehört, warte mal, jetzt nicht, wegen Michi geht das nicht. Und in dem Jahr Klinik wurde mein Sohn Stefan immer abgeschoben, entweder zu meinen Eltern, meiner Schwester, den Nachbarn. Und Stefan war gerade 2 Jahre alt, als das losging. Jedoch ohne meine Familie, meine Schwestern, die Nachbarn, hätte ich das niemals geschafft. Und ich bin Ihnen von ganzem Herzen dankbar für Ihre Unterstützung. Und es tut mir heute noch sehr weh, dass ich ihn dadurch sehr vernachlässigt habe. Stefan hat sehr gelitten unter der Behinderung seines Bruders. Und der Tod hat eine sehr große Lücke bei Stefan hinterlassen. Denn trotz der Behinderung hat Stefan seinen Bruder sehr geliebt und sich immer rührend um ihn gekümmert. Ich bin heute sehr stolz, was aus meinem Sohn Stefan geworden ist. Denn er wurde ein wundervoller Mann und er war mein ganzer Halt, als Michi gestorben war. Danke, Stefan, dass du und Michi euch entschieden habt, dass ich eure Mama sein darf. Nach diesem Albtraum, die knapp 8 Jahre, wäre ich heute ohne Stefan sicher nicht mehr am Leben. Was ich aber möchte und was mir am Herzen liegt, dass der Tod meines geliebten Michi nicht umsonst war. Das Impfen hat nicht nur meinem Kind ein 8-jähriges Martyrium beschert, sondern jeden in unserer Familie. 2 Heilerziehungspfleger, die ich persönlich kenne, arbeiten in Pflegeheimen, in denen laut ihren Aussagen und den Aussagen der Eltern etwa 80% der pflegebedürftigen Erwachsenen, die dort leben, impfgeschädigte Menschen sind. Aber leider wird das alles totgeschwiegen. Genauso wie damals mit den Kondagan-Kindern in den 60ern. Dazu gibt es einen super Dokumentarfilm auf YouTube, der heißt Kondagan, eine einzige Tablette. Und es gab zwar damals mit 100 Millionen D-Mark die höchste Abfindung in der Geschichte, aber keiner von denen wurde zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Keiner. Aber auch hier hat es nur einige wenige mutige und gescheite Menschen gebraucht, um diesen Skandal aufzudecken. Und ich bin mir sicher, dass auch ihr hier mutig und schlau genug seid, auf euer Herz zu hören, genauso wie ich. Jeder darf und soll immer frei über seinen Körper entscheiden dürfen, ob er sich impfen lässt oder nicht und wie er über dieses Thema denkt. Wenn ich mir vorstelle, mit dem angeblich kommenden Immunitätsausweis, dass ich dann ohne Impfung eine Gefahr für die anderen Menschen bin und nicht mehr reisen darf auf öffentliche Veranstaltungen oder wie auch immer, dann sind wir bald genauso weit wie 1933, wo kleine Gruppen, die anders dachten oder eine andere Religion hat, ausgegrenzt wurden. Wer darf sich denn überhaupt das Recht herausnehmen, über uns zu bestimmen, wenn die Würde des Menschen unantastbar ist? Applaus
Aktuell heißt es zwar, es kommt kein Impfzwang, aber wir haben seit dem 1. März 2020 schon die Masernimpfpflicht und es ist laut Bundesministerium für Gesundheit jetzt eine Ordnungswidrigkeit, wenn man seine Kinder nicht gegen Masern impfen lässt. Ansonsten kein Kita-Platz, 2.500 Euro Strafe für die Eltern und die Kita. Wo ist denn hier die Freiheit auf Selbstbestimmung? Warum ich heute hier stehe, ich habe keine kleinen Kinder mehr, die demnächst geimpft werden sollen. Aber vielleicht habt ihr Kinder. Bitte hört auf euer Herz, informiert euch, bevor ihr eure Kinder impfen lasst. Es gibt viele Quellen, wo ihr euch informieren könnt, Internetbücher und so weiter. Sucht euch unbedingt einen impfkritischen Arzt, der euch ausführlich aufklärt. Solltet ihr eure Kinder dennoch impfen lassen, wartet bitte mindestens, bis die Kinder 3 Jahre alt sind. Denn die Blut-Hirn-Schranke ist erst zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr geschlossen. Sollten eure Kinder doch schon geimpft sein, sucht euch bitte einen guten Heilpraktiker, Homöopathen, der euch mit einer Ausleitung und einer Behandlung unterstützt. Recherchiert im Internet, es gibt hier super Erfolge. Und bitte schaut euch unbedingt den Film Wächst an. Das schreibt sich V-A-X-X-E-D. Das ist ein Dokumentarfilm von 2017. Hier werden Eltern von impfgeschädigten Kindern interviewt und auch Eltern von ungeimpften Kindern, welche super gesund sind. Hier werden auch Ärzte interviewt. Und was mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt und was ich mir wünsche und warum ich euch heute allen Miches Geschichte erzählt hat: Wenn ich durch meine Rede heute hier ein einziges Kind vor einem Impfschaden bewahren kann, habe ich ganz viel erreicht. Danke. Danke euch. Ja, vielen Dank für deine bewegende Rede. Ja, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dem Florian Schröder bedanken, dass er den Mut hatte, hier bei uns aufzutauchen und seine Meinung zum Kund zu tun. Und er hat die Bühne jetzt etwas überstürzt verlassen, weil er vielleicht Angst hatte, weil er anderer Meinung ist, darf er nicht bei Querdenken auf einer Bühne stehen. Aber ich möchte es nochmal an alle Journalisten sagen und insbesondere auch die Dunja Hayali. Das war ja ein wunderbares Beispiel, dass Querdenken andere Meinungen akzeptiert. Wir müssen sie nicht teilen, wir dürfen anderer Meinung sein. Vielleicht haben wir einen Moment ein bisschen zu viel andere Meinung durch die Mainstream-Medien und zu wenig Meinung auf unserer Seite. Aber ich möchte nochmal einen großen Applaus für Florian Schröder. Es ist sicherlich kein einfacher Auftritt gewesen. Mit dem Risiko natürlich, dass er ausgebuht wird. Das ist für keinen Menschen eine schöne Erfahrung. Von daher, lieber Florian, vielen Dank für deinen Mut.